Hi, das ist Bom, Best of Morgenradio. Ich bin der Herr Wunderlich. Das ist die Frau Anders. Wir stellen hier immer unsere Lieblingssendungen vor und ich bin heute dran mit diese verlotterte Jugend. Tschüss. Es gibt da ein Buch, von dem habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Nee, das nicht. Das haben zwar auch viele und das liest auch keiner, aber das Buch heißt Bibel. Immerhin 100 Millionen US-Amerikaner geben bei Umfragen an, dass da drinnen jedes Wort wahr ist. Man kann über das Buch sagen, was man will. Es hat auf jeden Fall einen echt starken Anfang, nämlich die Schöpfung. Da ist was geboten. Und es ist auch ein toller Anfang, weil sonst der Rest von dem Buch ja nur leere Seiten wären. Raum für ihre Notizen. Kurz nach der Schöpfung kommen dann Adam und Eva. Das ist, glauben Bibelfans, ziemlich genau 6000 Jahre her. Und das war nicht so sexy. Ja, das kommt schon eher hin, glaube ich. Und die hatten dann miteinander, weil die hatten ja keine Alternativen, 56 Kinder. Ist nachgezählt, sind 56 Kinder. Arme, arme Eva. Eines Tages auf jeden Fall schimpfte dann Adam in seinen Bart. Also diese Jugend von heute. Faul, ohne Disziplin, kein Interesse. Jedes zweite Unternehmen klagt über mangelnde Disziplin und Belastbarkeit, sowie fehlende Leistungsbereitschaft und Motivation. Jedes dritte Unternehmen bemangelt die Umgangsformen der Bewerber. Nee, Moment. Da habe ich was durcheinander gebracht. Das war gar nicht der Adam. Das war die Deutsche Industrie- und Handelskammer. Ja, die hat eine Umfrage gemacht zur Ausbildungsfähigkeit. Diese IHK. Der IHK kann es einfach keiner recht machen. Schon immer. Die schimpft schon seit Adam und Eva auf die Jugend. Bleiben wir also bei der IHK, denn die schreibt zum Beispiel... Die Hälfte, obere oder untere, könnt ihr euch aussuchen, die Hälfte der Jugendlichen zeigte mangelhafte und stark defizitäre Fähigkeiten in der Mathematik, schreibt die IHK. Moment, habe ich jetzt schon wieder was durcheinander gebracht. Das war gar nicht die aktuelle Umfrage. Das war ein Bericht von 1965 und damit über die Leute, die damals in die Schule gegangen sind und Mathe gelernt haben und die die letzte IHK-Umfrage ausgewertet haben. Ja, die schulischen Leistungen, da hapert's bei den Jugend einfach, wirklich. Es ist die Wahrnehmung gemacht worden, dass bei der Schuljugend die früher kundgegebene Anständigkeit und das sittliche Benehmen mehr und mehr verschwindet. Ja, ich sag's euch gleich, das hat die IHK 1852 gesagt. Nee, da gab's gar keine IHK, das war in Wirklichkeit ein Regierungsbericht. Über die Leute wiederum, die diesen Regierungsbericht verfasst haben, sagte dann die Vorgängergeneration, die Lehrer von denen, immer wieder wird die Wirksamkeit der Volksschule bei dem zunehmenden Sittenverfall diskutiert oder die immer lauter werdenden Klagen über die zunehmende Rohheit und Verwilderung unserer Jugend erörtert. Also das stand auf jeden Fall so in der Allgemeinen Schulzeitung aus dem Jahr 1826. So ein tolles Titelblatt hatte die. Geschrieben wurde das dann wiederum von den Menschen, über die es wiederum vorher hieß, das Sittenverderben unserer heutigen Jugend ist so groß, dass es unmöglich länger bei derselben aushalten kann. Ja, oft geschieht es, dass es nicht in Schranken gehaltene oder nicht gebührend ausgetriebene Zuchtlosigkeit eines einzigen Jünglings von ungesunder Triebkraft und verdorbenen Auswüchsen auch die übrigen noch frischen und gesunden Pflanzen ansteckt. Naja, damit wären wir praktisch schon am Ende des 18. Jahrhunderts, 1700 und ein paar zerquetschte. Wenn ich jetzt in der Art und Weise Generation für Generation weitermache, dann zieht sich das Video noch hin. Also machen wir jetzt ein bisschen schneller. Ist okay, oder? Okay. Der grenzenlose Mutwille der Jugend ist ein Zeichen, dass der Weltuntergang bevorsteht, sagte dieser hübsche junge Mann. Hübsch.
Der hieß Melanchthon, der war seines Zeichens Reformator und das war wahrscheinlich im Jahr 1530. Okay, gehen wir noch weiter in die Vergangenheit. Die jungen Leute von heute denken an nichts anderes als an sich selbst. Sie haben keine Ehrfurcht vor ihren Eltern oder dem Alter. Sie sind ungeduldig und unbeherrscht. Sie reden so, als wüssten sie alles. Und was wir für weise halten, das empfinden sie als Torheit. Und was die Mädchen betrifft, die sind unbescheiden und unweiblich in ihrer Ausdrucksweise, ihrem Benehmen und in ihrer Kleidung. Jawohl. Meinte auf jeden Fall jemand namens Peter von Beruf Mönch im Jahre 1274. Mönche waren schon damals übrigens die Fachleute für Mädchen. Ich glaube, wir sollten noch schneller weitermachen, oder, Regie? Okay. Auf ihrem Höhepunkt kennt die Jugend nur die Verschwendung, ist leidenschaftlich dem Tanze ergeben und bedarf wirklich eines Zügels. Unmäßigkeit im Essen, sich vergreifen am Geld des Vaters, Würfelspiel, nicht so, Schmausereien, Saufgelage, Liebeshändel mit jungen Mädchen, Schändung verheirateter Frauen. Ja, ja, da ging's zu. So schimpfte auf jeden Fall Plutarch. Also das in seinem Bad, das war so um 100 unserer Zeitrechnung. Ich habe übrigens keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes, wenn einmal unsere Jugend die Männer von morgen stellt. Jawohl, unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen. Schimpft der? Na? Aristoteles in seinem Bad. Das ist jetzt schon ungefähr so 320 vor unserer Zeitrechnung. Der Lehrer fürchtet und hätschelt seine Schüler. Die Schüler fahren den Lehrer über die Nase. Das schaut dann nachher so aus. Und so auch ihren Erziehern. Und überhaupt spielen die jungen Leute die Rolle der Alten und wetteifern mit ihnen in Wort und Tat. Sagt auf jeden Fall Sokrates. Naja, das schreibt auf jeden Fall der Platon über ihn. Und der war ja übrigens sein Schüler. Die heutige Jugend ist von Grund auf verdorben. Sie ist böse, gottlos und faul. Sie wird niemals so sein wie die Jugend vorher, also wir früher. Und es wird ihr niemals gelingen, unsere Kultur zu erhalten. Das steht so circa 1000 vor Christus auf einer babylonischen Tontafel. Geht ewig so weiter, es tut mir leid. Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute, die hören nicht mehr auf ihre Eltern. Das Ende der Welt ist nahe. Behauptet auf jeden Fall ein Keilschrifttext aus Chaldäa um 2000 vor Christus. Die Jugend achtet das Alter nicht mehr, zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen. Sind auf Umsturz, zeigt keine Lernbereitschaft, und ist ablehnend gegen übernommene Werte. Klagt dann zuletzt eine sumerische Tontafel und die ist immerhin aus dem Jahre 3000 vor Christus. Und wenn die Bibel recht hat, dann wären wir da schon wieder fast bei Adam. Der sitzt da immer noch und schimpft in seinen Bart. Seit es Menschen gibt, schimpfen die Jungen auf, die Alten auf die Jungen, das also immer die nächste Generation ist der Untergang jeglicher Zivilisation. Aber wenn man so drüber nachdenkt, stimmt ja auch. Diese Jugend, natürlich sind die faul, natürlich haben die kein Ehrgeiz. Die beschäftigen sich nur mit sich selber und mit ihren Smartphones. Sie sind... Ich hab da Quellen. Die sind dauernd nur auf Partys und die saufen sich die Birne zu. Oder aber, auch nicht schlecht. Sie hocken allein zu Hause vor dem Rechner und sind alle total stoned von Psychopharmaka. Generation Ritalin, jawohl. Und sie möchten keine Karriere machen. Ums Verrecken nicht. Sie ruinieren unser Wirtschaftswachstum, weil sie den Konsum verweigern. Das ist klasse. Ist der Bildschirm schon angegangen? Wo war ich? Ah ja, Sex haben sie auch nicht mehr. Das ist denen mittlerweile anscheinend völlig egal. Das ist denen zu anstrengend.
Sie klicken lieber auf Pornoseiten und holen sich gepflegt einen unter. Jawohl, Generation Sex, nein, danke. Ja, ich sag euch, wenn diese Generation erstmal das Sagen hat, dann ist aber die Kacke sowas von am Dampfen. Ja, dann ist unsere Zivilisation aber sowas von im Arsch. So schnell könnt ihr gar nicht gucken, wie wir dann wieder bei Adam und Eva sind. Jawohl. Vielen Dank, Frau Merkel. Das ist Ihr Werk. Okay, okay. Das war der Satire-Teil an dieser Stelle. Das habe ich nicht so gemeint. Frau Merkel hat keinerlei Schuld an unserer heutigen Jugend und die Jugend auch nicht, weil es keine Schuld gibt. Weil die nämlich überhaupt nicht so ist, wie die Journalisten bei Bild, Fokus oder Spiegel immer in ihren Bart schimpfen. Wenn man sich die größte Jugendstudie in Deutschland zur Hand nimmt, dann steht da, ich muss mich wieder fassen, Werte wie Freundschaft, Partnerschaft und Familie stehen bei den Jugendlichen an erster Stelle. 89% finden es besonders wichtig, gute Freunde zu haben, 85% einen Partner zu haben, dem sie vertrauen können und 72% ein gutes Familienleben zu führen. Oder so. Die Jugendlichen haben mehrheitlich Respekt vor Gesetz und Ordnung und wichtig ist ihnen die Bereitschaft zum Umwelt- und gesundheitsbewussten Verhalten. Dagegen haben materielle Dinge wie Macht oder ein hoher Lebensstandard für die Jugendlichen kaum noch Bedeutung. Ist doch gut, oder? Erstmals übrigens beurteilt in dieser Studie auch eine Mehrheit der Jugendlichen die gesellschaftliche Zukunft optimistisch. Rund 41% der Jugendlichen bezeichnet sich als politisch interessiert und das ist der höchste Wert seit über 40 Jahren. Also mehr als du und ich hatten vor Anders. 6 von 10 Jugendlichen haben sich schon mal an einer oder mehreren politischen Aktivitäten beteiligt. So ist sie, die Jugend von heute. Überraschend finde ich, dass 70% der Jugendlichen angeben, dass sie stolz darauf sind, Deutsche zu sein. Sie sind stolz auf Deutschland. Aber keine Angst, das macht sie nicht zu AfD-Wählern, denn fragt man, warum das so ist, dann antworteten die Jugendlichen wegen den industriell-technischen Leistungen, wegen dem Erfindergeist, wegen der Wissenschaft und wegen der Kunst. Ist schön, oder? Sie wünschen sich, dass Deutschland eine wichtige Rolle einnimmt. Und damit meinen sie eine friedlich vermittelnde. Keiner der befragten Jugendlichen wählte eine militärisch eingreifende Rolle im Fragebogen. Okay, kommen wir zum Fazit. Das Geschimpfe auf die Jugend ist so alt wie die Menschheit. Und es ist schon immer falsch gewesen und es ist auch heute falsch. Die Jugend bedeutet einfach immer den Weltuntergang, aber nur für die Alten und nur für die Welt, wie die Alten sie kennen. Die Dinge ändern sich und die Menschen mit ihnen. Wer das nicht mehr annimmt, wer das nicht akzeptiert, der ist dann tatsächlich alt. Und der muss dann halt in seinen Bart schimpfen. Aber vielleicht hätten wir von Anfang an nicht den komischen Adam fragen sollen, sondern vielleicht lieber die arme Eva mit 57 Kindern. Dann, die hätte uns wahrscheinlich eine andere Geschichte erzählen können. Vielleicht sollten wir überhaupt nicht mehr die Männer mit dem Bart fragen, sondern in Zukunft die Jugendlichen einfach selber. Ich glaube, das spart uns allen ein Haufen Schimpfen. War's gut? Prima. Ja, wenn euch das gefallen hat und ihr mehr hören wollt vom Morgenradio. Nein, dann läuft jetzt noch die Musik, wo Outro steht. Jetzt versuch's nochmal. Okay, wenn euch das gefallen hat und ihr gerne mehr hören würdet vom Morgenradio, dann schaut doch einfach vorbei auf morgenradio.de. Da gibt's jeden Werktag eine neue Sendung für euch. Das wäre toll. Schaut vorbei. Das wäre schön. Bis bald. Ciao. Ciao.